Hey, jetzt weiter. Vorausfahren ist hier nicht bei mir, klar? In die goldene Mitte. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 4 auf dem PC. Folge 87, haben wir das stehen geblieben. Hier geht's heute weiter, Freunde, deswegen ganz viel Spaß heute mit dem Display. Wir strecken mal. Wir erkunden mal diese Strecke hier hinten. Wir haben auch noch ein Rennen sogar. Das ist auch nicht schlecht. Fahren wir mal. Hinten auf der Straße. Und ich wollte eigentlich das da hinten erstmal machen. Ich hoffe, es ist ja nochmal ein Straßenrennen. Finde ich persönlich ganz cool, muss ich sagen. Nein! Egal, machen wir mal. Los geht's. Ah. Gott. Was ist das denn für eine Kurve? Also ich verstehe es wirklich nicht. Noch drei Runden. Das ist lang. Oh, das ist geil. Gerade wenn du ein Auto benutzt, was das auch kann. Nicht super sportbar. Ja, weit raus. Okay, ein bisschen Vorsprung haben wir sogar. Könnten wir wieder hinkriegen, auf jeden Fall. Oh. Was auch immer das ist.
Aber egal. Was wir haben, haben wir. Und sind wir durch. Keiner da. Easy. Oh ja, 7 passt. Weiter geht's. Nächstes Rennen, Freunde. Nächstes Rennen. Wird durchgespeedet hier. So. Das können wir uns ja gerne mal angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir hinfahren. Hab ich Bock drauf. Okay, hier haben wir so gut wie gar nichts noch befahren. Alter, hier sind ja noch richtig viele Strecken. Alter, wie viele Strecken. Oh, hier haben wir auch wieder... Alter, hier ist ja sogar eine richtige Rennstrecke. Yo, Alter. Oh, hier ist noch ein Beschleunigungsteil. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Cool. Echt stark. Was ist das? Querfeld einrennen. Okay, das passt ja sogar. Können wir den noch nehmen? Ja, cool, hier sind noch richtig viele von denen. Machen wir dann direkt danach. Hier ein bisschen Sportwagen. Wir holen uns ein paar neue, glaube ich. Wir holen uns mal... Ich hätte Bock auf den P1. Der ist geil gewesen. Ansonsten müssen wir mal gucken, was es noch gibt. Es gibt ja auch noch gute andere Sportwagen. Also Supersportler meine ich natürlich jetzt. Alles nur Supersportler. Hey, jetzt weiter. Rausfahren ist hier nicht bei mir, klar. Nehmen die goldene Mitte. Und easy. War doch gut. Passt. Passt, Junge. Passt. Ah, ja. Hallo, Fabio. Hast du genügend Bausteine? Super. Ich schicke dir gleich ein paar Lego-Techniker vorbei. Oder du kannst es natürlich selbst bauen, wie du magst. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich
Ja, wenn das so ist. Schon wieder welche. Oh. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Oh, dann zeig mal, was du hast. Ah, das ist, glaube ich, das Kapitel da. Hallo Fabio. Können wir uns gleich mal treffen? Ich habe hier ein klitzekleines Problem. Ah. Ein neues Kapitel, ja wunderbar. Hätte ich direkt Bock drauf. Komm, lass das direkt machen, Alter. Haben wir es direkt hinter uns, das passt auch. Dann nehmen wir uns mal die Zeit und fahren hin, wa? Du hast dein Ziel erreicht. Oh, noch ein Straßenrennen, geil. Müssen wir mal was anderes machen. Oh, 17 von 18 Bereichen. Meine Güte, Alter. Kapitel hier machen. Und es ist von Kira persönlich, ja? Schauen wir mal. Das Horizon Lego Valley ist der Kracher. Alle lieben es. Aber das ist nicht das Problem. Es ist vielmehr so, dass keiner auf dem UK Festival glaubt, es wäre echt. Die denken alle, wir würden alles nur mit normal großen Legos vortäuschen. Darum veranstalten wir einen Speed Champions PR Blitz. Was sagst du dazu? Fangen wir mit einem Speed Champions McLaren Senna an. Von dem behaupten die Leute in den sozialen Netzwerken schon lange, es sei offensichtlich nur ein Spielzeug. Gut. Zeig mal, was Horizon mit Höchstgeschwindigkeit in den Lego Speed Champions meint. Ja, 241 die ganze Zeit. Ich habe das Lego-Team um Unterstützung gebeten und sie haben uns technische Datenblätter für alle Speed Champions Rennwagen gegeben. Die einzigartigen Glastüren des Senna wurden mit transparenten, braunen 4x4x1 Frontscheibenelementen nachgestellt, verkehrt herum eingebaut wurden. Ich weiß zwar nicht, ob dir das hilft, aber es klingt echt irre. Alter, wir sind mit Max Speed unterwegs. Digga, wie krank. Hab kurz vom Gas gegangen. So, 1,35, sicherlich. Okay. Müsste eigentlich passen von der Zeit.
Der liegt doch gut, wa? Uah. Die Kurve ist ein bisschen zu hart für den Speed. Perfekt. Echt klasse gefahren. Die Aufnahmen teilen wir auf allen Kanälen. Denen werden wir noch zeigen, was hier offensichtlich ein Spielzeug ist. Gucken wir mal, ich hoffe, wir bekommen den auch noch, Lego Senna. Würde ich echt gerne mal fahren. Ist ja echt geil. Die 50.000 nehmen wir auch. Machen wir gleich das nächste Kapitel. Zurückgekommen bist. Wir sollten wohl noch eine PR-Veranstaltung durchführen, aber mit einem anderen Speed-Champions-Wagen. So beweisen wir, dass wir nicht nur Legos auf die Karosserie kleben. Schaffst du das? Genial! Ich habe hier einen echten Klassiker vorbereitet. Ein Ferrari F40, ganz aus Lego. Diesmal geht es in die Blitzerzone. Du drückst auf die Tube und wir teilen Blitzerbild und Telemetrie in ganz Großbritannien. Okay. Um die markant geschwungenen schwarzen Linien des F40 nachzubauen, haben die Lego-Meisterbauer Winkelstücke und verkehrt herum angebrachte Einersteine mit seitlichen Noppen verwendet. Entschuldige, PR-Sprech, ich weiß. Aber diese Datenblätter sind echt spannend. Okay. Ja. Tigger, hier kann man ja gar nicht richtig full speeden. Okay, jetzt. Da kommt ja noch eine Kurve. Unglaublich. So eine Geschwindigkeit kann man nicht vortäuschen. Nicht mal mit einer perfekten Lego-Miniatur. Jawohl, hat gereicht. Man hätte zwar noch ein bisschen schneller durch die Kurve fahren können, aber das war okay. Gut, passt. Ein Kapitel machen wir noch in dieser Folge. Ja, ja, komm. Schmeckt. So. Eins machen wir noch. Fanatiker verlieren sich in Selbstzweifel. Bist du bereit, ihnen noch einen Stoß zu versetzen? Und klar. Ich habe genau den richtigen Lego Speed Champions Rennwagen für dich parat. Fahre raus auf den Speedway und gib Vollgas. Ich will nicht, dass die Leute denken, wir würden nur CGI oder so verwenden. Was für ein Speedway? Willkommen auf den Lego Speedway. Meisterbauer, beginn mit dem Bau. Was? Digga, wie geil ist das denn? Oh, schauen wir doch. Alter, ist ja voll geil. Fantastisch. Und das ist wie Lego-Leute schauen von einer lebensgroßen Lego-Speedway-Tribüne aus. Selbst Horizon könnte das nicht vortäuschen.
richtig. Perfekt. Schön kurze Mission. Richtig geil. Auf diesem Speed Champion müssen wir nochmal fahren, Alter. Damit, Freunde, würde ich auch sagen, war's das wieder für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann die letzten Kapitel hier. Ich denke mal, dass wir nächste Folge auch fertig werden mit diesem Kapitel. Jetzt haben wir auch schon 3, fehlen noch 6. Gucken wir mal, was schaffen. Würde mich jedenfalls freuen. Ich bedanke mich für euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.